was machen Sachen? Ja, lang ist es her, dass es ein Tutorial gab. Heute kümmern wir uns um das Thema Foliage, da wir ja in den letzten Tutorials darum gekümmert haben, dass wir eine ordentliche Landscape haben. Ich habe unsere Originale leider verloren. Ich hatte ein paar Probleme. Ich habe jetzt hier einfach mal was zusammengeklüppelt. Ja, und heute geht es wie gesagt um Foliage. Das heißt, wir werden uns viel um Pflanzen kümmern. Dazu wird es halt am meisten genutzt. Der Sinn dahinter ist ja eigentlich, dass wir uns leicht tun, gerade großflächig irgendwas zu verteilen. Meistens nutzt man das halt für ja, Pflanzen, da Wälder, Wiesen und so weiter halt aus sehr vielen Assets bestehen. Man kann auch sagen, okay, ich ziehe hier alles einzeln rein und baue mir so meinen Wald auf. Aber das ist ja sehr aufwendig. Das dauert alles sehr, sehr lange und es gibt halt durch das Foliage-Tool einen deutlich einfachen Weg, um großflächig immer wieder die gleichen Assets zu benutzen. Schon verreckt gesagt, das Foliage-Tool ist halt in der Engine doch ein bisschen teurer, wie jetzt halt Instanzen, wie das hier. Setzen. Man muss immer ein bisschen gucken, was man erreichen will, welches ein der beste Weg ist. Wenn man halt etwas sehr massenhaft hat, wie jetzt eine Wiese, ein Wald, wo man halt einzelne Assets sehr viele hat, macht das schon Sinn, die über das Foliage-Tool aufzuzeichnen, anstatt sie halt einzeln zu platzieren. Auch so, wenn man jetzt Wüsten und so weiter hat oder halt Gebirge, dass man halt sagt, okay, ich ganz viele kleine Steinchen, die male ich auf, das macht auch schon Sinn. Tja, und jetzt erstmal, wie funktioniert das eigentlich? Wir haben den gleichen Reiter hier, wie für unsere Landscape, haben wir auch fürs Foliage. Wir kriegen hier auch eine schöne Leiste, da gehen wir gleich mal durch. Nicht wundern, ich habe hier schon ein bisschen Stuff drinne. Normalerweise ist das am Anfang leer, aber ich habe halt schon ein bisschen was reingemacht, weil ich ungeduldig bin. Wie kriegen wir da jetzt das rein? Ganz einfach. Das, was ihr braucht, nehmt ihr und zieht es einfach Drag and Drop hier rein. Und es ist drinne. Ich hake das jetzt erstmal alles aus. So. Wichtig ist jetzt fürs Painten. Wir wollen ja nicht mit allem auf einmal painten. Wir sagen, okay, hier in dieser Versenkung, dieses Tal, da will ich jetzt halt so einen Wald setzen. Wir brauchen jetzt erstmal nur Bäume. Dann kiehen wir auch erstmal nur die Bäume an. Ich nehme einfach jetzt erstmal alle, um ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. So, und dann gehen wir auch hier auf den Paint. Ja, wie gesagt, gehen wir hier auf Paint. Falls man irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört, das tut mir leid. Okay, so, dann gehen wir hier auf Paint, kriegen wir unseren tollen Pinsel. Den können wir hier auch mit drüber einstellen. Wichtig, weil im Hintergrund die meisten Sachen hier sind Multiplies. Das ist nicht die eigentliche Einstellung, die findet man hier halt direkt in dem Objekt. Ich habe jetzt erstmal einen größeren Pinsel gewählt, weil ich will ja doch ein Stück Wald machen. Also wir wollen hier schon ordentlich erstmal ein Stück ausmalen. Wenn ich das jetzt einfach so standardmäßig nutze, funktioniert es meistens nicht, weil es einfach viel zu viel ist. Wir haben hier so einen lustigen Dom, den wollen wir ja nicht haben. Also müssen wir erstmal einstellen, wie viele Bäume wir brauchen. Wichtig ist hier die Werte, die ihr hier seht, die sind immer nur spezifisch für das, was ihr ausgewählt habt. Sprich, wählt ihr einen Baum aus, ist es genau dieser Baum. Wählt ihr mehrere Sachen aus, sind es alle Bäume zusammen. Und falls ihr mehrere Objekte gewählt habt mit unterschiedlichen Werten, habt ihr halt diesen Multiple Values. Dann müsst ihr dann gucken, je nachdem wie ihr es braucht, müsst ihr Einstellungen machen. Ich nehme jetzt als Beispiel einfach nur diesen einen Baum. Auch der alleine ist doch sehr großzügig verteilt, ist für den Wald jetzt nicht so unbedingt praktisch. Über diese beiden Reiter können wir halt einfach einstellen, wie dicht und wie weit entfernt unsere Sachen sind. Dabei kommt es halt auch darauf an, was für ein Modell haben wir, wie wollen wir das verteilen. Da müsst ihr am besten ein bisschen ausprobieren. Nehmen wir nochmal ein Beispiel, die Standard 100 für diesen Baum. Ich habe nur diesen Baum angewählt. Ihr müsst halt gucken, ob ihr auch alles ausgekriegt habt, sonst zeichnet er alles. Ist halt standardmäßig auf der Größe über 1000 Stück. Das ist ein bisschen viel für so ein bisschen Fläche. Die Werte müsst ihr halt immer einstellen, je nachdem, was ihr erreichen wollt. Gehen wir hier mit runter. Haben wir schon deutlich weniger Bäumchen. Und hier haben wir auch noch mal weiter voneinander entfernt. Das ist halt die Nähe und ja,
Diese beiden Werte müsst ihr halt je nach Szene aneinander anpassen. Der Radius gilt halt nur für das Mesh an sich. Sprich, er guckt gar nicht nach dem anderen Meshen. Also der guckt nur, okay, ich sag hier, so ein Baum darf nur innerhalb von der Distanz zu einem anderen stehen. Der setzt sie nicht näher. Steht jetzt halt so ein anderer Baum dazwischen, ist ihm das vollkommen egal. Der orientiert sich nur an dem direkten Mesh. Tja, und so müsst ihr dann halt, je nachdem, was ihr braucht, ein bisschen hin und her machen. Was auch immer ganz gut kommt, gerade bei Pflanzen, die sind ja nicht immer alle gleich groß, außer es ist halt irgendwie so ein englischer Gartenschnitt oder so. Aber in Natura sind ja unterschiedlich groß. Wir haben ja immer hier wieder den gleichen Baum. Der ist immer wieder gleich groß. Das können wir ändern. Mit dem Scaling. Ich nutze meistens Uniform, einfach um das komplette Modell zu verkleinern. Man kann aber auch sagen, okay, ich möchte eine bestimmte Achse locken, die es sich halt nicht bewegt. Da kommt es, wie gesagt, auch wieder auf das Mesh an und auf das, was ihr erreichen wollt. Aber an für sich am besten fährt man immer mit dem Uniform, weil das komplette Modell halt in allen Achsen gleichmäßig verkleinert. Ich würde sagen, für unseren Baum tut sich jetzt halt 0,8 und 1,1 doch ganz gut. Komm, das ist ein hoher Baum, wir gehen hier auf 0,9 und 1,2. Zack. Und schon haben wir hier Variation in der Größe drinne. Mittendrin ist mal ein kleinerer, da sind mal ein paar größere. So wirkt die Szene ein bisschen aufgelockerter. So sieht es auch aus, als wäre das nämlich immer wieder der gleiche Baum. So kann man über solche Sachen hinwegtäuschen. Masken schauen wir uns jetzt nicht mehr erstmal an. Was jetzt noch wichtig ist, da gerade bei Bäumen, seht ihr, die wachsen halt wie krumm und schepp. Hier sieht man es besser. Momentan wachsen unsere Bäume so, wie die Erde liegt. Bei Gras macht das Sinn, dass sie sich wirklich der Erde anpasst, aber Bäume wachsen halt so nicht. Da können wir hier sagen, okay, align to normal, machen wir aus. Und zack, schon haben wir gerade Bäume. Je nachdem, wenn ihr möchtet, dass halt random ein bisschen kleinerer Pitch drin ist, nennt sich das. Also wenn eine kleine Neigung drin ist, haben wir hier den Pitch Angle. Dann kann man sagen, okay, ich habe random verteilt eine Neigung drin, bis zu einem gewissen Punkt, bis zu einem gewissen Grad. So eine Demonstration sage ich, okay, ich mache jetzt hier mal bis zu 20 Grad. Oder und schon haben wir halt, wieder schief, ich sag vielleicht nicht direkt. Ja, ich habe hier eine Neigung von 20 und schon habe ich hier halt doch deutlich schiefere Bäume. Bei Bäumen jetzt halt nicht so prickeln, für Büsche kann das mehr Sinn machen. Bei Bäumen so ein kleinerer, nochmal 5, hat man ein bisschen Variation drinne. Und so kann man halt auch hinwegtäuschen, dass das halt immer wieder der gleiche Baum ist. Ja, und hier kann man auch anpassen, okay, ich habe jetzt eine Pflanze, die wächst nur in einem bestimmten Gebiet. Ab einer gewissen Höhe von meinem Gebiet wächst die nicht mehr. Ich glaube, 1000 müsste bei mir funktionieren. Ja. Seht ihr? Und hier oben kann ich machen, was ich will. Die ist über der Höhe. Ich kann hier nicht weiterzeichnen. Ja. Wir gehen jetzt zwar noch nicht aufs Lightbake und so weiter drauf ein, aber für den einen oder anderen, der da schon mal passiert ist und man baken möchte und die sagt ja, wie heißt der Fehler? Lightmaps, also dass die Lightmaps nicht gebildet werden können, weil die zu groß sind, liegt halt daran, an unseren vielen einzelnen Bäumen. Die können wir dann auf Movable setzen, ist halt deutlich teurer zu rechnen. Deswegen wird auch Foliage nur für Sachen benutzt, die halt wirklich massenweise genutzt werden. Weil sonst rechnet sich der Computer tot. Wir können hier halt kein Static-Licht mehr drauf baken. Das ist alles movable. Für Pflanzen macht das tatsächlich doch Sinn, wenn die movable sind, je nachdem, wie sie reagieren. Und dann können wir auch hier noch ein paar Sachen einstellen. Ja, wir können, werft ihr einen Schatten, was ja eigentlich an für sich Sinn macht. Kriegt ihr einen Schatten und so weiter. Auch hier haben wir Collision und so weiter. Das ist halt erstmal mehr Sachen für, wenn wir ein Spiel rausrendern müssen. Und jetzt weniger für einfach nur Optik, wenn wir halt einen schönen Screenshot machen möchten. So. Gehen wir hier nochmal kurz durch. Selektieren ist ja klar. Wir können hier irgendwas selektieren. Das können wir dann entfernen, verschieben,
und so weiter. Wir können alles direkt selektieren. Wir können etwas deselektieren, wenn wir mehrere Sachen selektiert hatten. Brauchen wir jetzt aber nicht. Ja, hier gibt es noch ein Lasso und sagt, okay, ich male hier drüber und das ist selektiert. Da macht das Deselektieren halt tatsächlich Sinn. Ja, hier haben halt die Single-Pflanzen. Man kann auch sagen, okay, wenn man mehrere Sachen hat, ich möchte irgendwo was einzeln pflanzen. Ich möchte jetzt halt, was weiß ich, nur einen Baum irgendwo hin tun oder so einzeln ausgewählt. Müsst halt darauf achten, dass ihr Cycle True habt. Wenn ihr halt all selected, dann macht ihr alles auf einmal. Kann funktionieren. Meistens tut es das nicht, weil er einfach alle Modelle, die ihr ausgewählt habt, direkt drauf zeichnet. Ja, wir haben keine Masken ausgelegt. Ihr könnt Masken ausfüllen. Ihr könnt aber auch sagen, okay, ich radiere hier was weg. Wichtig hierbei, ihr könnt nur das wegradieren, was da ist. Also wenn ich sage, okay, den habe ich nicht mehr ausgewählt, da kann ich alles wegradieren, außer halt diese Bäume. Wie ihr gesehen habt, die anderen sind weg, nur die sind übrig. Und dann, ja, und wir können halt auch alles removen. Wer möchte, gibt es ja auch ein Move-Tool. Das heißt, wenn man mehrere Level hat, kann man sagen, okay, alles was selektiert ist, move ich mit dem Move-Tool in ein anderes Level ein. Ja. Und halt hier die nochmal ein paar Einstellungen über Density, Size und so weiter für unseren Pinsel. Das gleiche gilt halt auch fürs Gras, da gelten halt wieder andere Einstellungen, weil so ein Grashalm halt, so ein Grasbüschel hat halt eine andere Größe wie unsere Bäume. Da muss das halt, wie gesagt, das muss halt alles an die Situation, an Smash angepasst werden. Und ihr könnt auch hier sehen, wie viel von dem Modell genutzt wurde. Mal ein paar davon noch dazu. So haben wir dann auch recht zügig, kann man so halt direkt Szenen erstellen. Die Modelle, die ich hier nutze, habe ich mir übrigens über den Marketplace angeeignet. Den habe ich da runtergeladen. Ich werde euch die Seite nach unten verlinken. Wie gesagt, für Baum und ja, Gras. Und da könnt ihr euch ja Szenen zusammenbasteln. Ihr seht, in dem Gras sind halt auch schon LODs drin. Wenn wir weiter weggehen, verschwinden sie. Ändern ihre Form ein bisschen. Ja, und das war es jetzt erstmal fürs Foliage Tool. Ich habe euch gezeigt, wie es funktioniert. Wie auch beim letzten Mal, ich zeige euch, wie es funktioniert. Schön machen müsst ihr es. Ich wollte eigentlich nur demonstrieren, wie es arbeitet. Das nächste Thema wird jetzt sein, da wir jetzt soweit mit Landscape und so weiter erstmal durch sind. Es gibt noch ein bisschen mehr, was man machen kann, aber das geht dann halt, ist alles ein bisschen komplizierter, wird ein bisschen schwieriger. Ich will jetzt erstmal das Einfachere durchgehen. Das nächste, was wir jetzt gucken würden, sind Materialien, wie man vernünftig Materialien aufsetzt, was man da alles so machen kann, weil ja, verschiedene Shader bauen, vielleicht fürs Glas oder für Wasser oder so weiter. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, fragt mich ruhig, wir können irgendwas vorziehen. Wenn nicht, gehe ich jetzt halt einfach bei Materialien so ein bisschen was durch, so ein bisschen Spielereien, was man da so alles machen kann. Ein bisschen was haben wir ja schon gemacht. Generell, wie man Texturen und Materialien reinlegt. Demnächst geht es dann halt mit etwas komplizierteren Sachen los. Tja, und dann danke fürs Zuhören und man sieht sich.